Oh. Leute, was ist los? Was ist los? Was ist los? YouTube. Ich wünsche euch da draußen ein geiles und stabiles neues Jahr voller Arbeit, Tatendrang. Möget ihr eure Ziele erreichen. Ich habe auf Instagram schon gesagt, frohes neues Jahr, da bringt ja eigentlich nichts. Ich jetzt zum Beispiel, ich bin froh. Ich bin aber auch nur froh, weil ich das Workout, was da auf meiner kleinen Tafel steht, gemacht habe. Das heißt, ohne Einsatz keine Happiness. Deswegen wünsche ich euch eigentlich viel Arbeit und dass ihr diese viele Arbeit auch bewältigen könnt. Ich halte übrigens die Kamera mit meinem linken Arm. Alter, ist das abgefahren. Ah, tut aber jetzt schon weh. So, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Chagobert, Mr. Butt, der Fuddy himself und ich, wir dachten uns, wir hauen heute mal so 5 Vorsätze, Wünsche, Ziele für 2021 raus. Ne? Das haben wir ja schon ein paar Mal auf diesem Kanal gemacht und wir finden, heute ist das eigentlich ganz gut passend so. Ich würde sagen, Schagel, fang doch mal mit deinem ersten Ziel oder Wunsch oder wie auch immer du es nennst an. Ich schwitze mal kurz aus und dann ziehe ich nach. Was los? Was los? Was los? Was los? Was los? Ziele. Vorsätze ist ja immer schon so eine Sache. Vorsätze habe ich tatsächlich wenige. Vorsätze heißt ja eigentlich immer, man weiß, dass etwas nicht gut ist, aber erst ab Tag X versucht man darauf zu verzichten. Willkommen beim Home Gym. Hier ist heute Ebbe. Ich habe heute Morgen ein bisschen geliftet. Aber ansonsten findet ihr heute, glaube ich, erstmal nicht so viel statt. Kommen wir zu meinem Ziel, nicht Nummer 1, aber das erste, was ich hier nenne, ist ganz klar das gleiche wie letztes Jahr und das davor. Mein, sagen wir mal, sportlich gesehen größtes Problem oder das, woran ich zuerst arbeiten muss, ist stärker werden. Das heißt, es geht mir gar nicht so darum, in meinen Lifts stärker zu werden oder meine PRs zu erhöhen. Also freue mich natürlich, wenn das passiert, aber darum geht es gar nicht, denn selbst wenn ich mein PR um 20 Kilo erhöhe, sagen wir mal im Snatch oder auch im Clean and Jerk, bin ich immer noch nicht gewinne ich immer noch keinen Wettkampf. Also rein mit dem Lift. Es war nice to have, aber bringt mir im Endeffekt dann so viel eigentlich noch gar nicht. Und 20 Kilo zu erhöhen ist relativ utopisch. Was für mich eher wichtiger ist, ist, dass mein Barbell-Cycling, von dem ich sagen würde, dass es ganz gut ist, da sicherer wird. Also auch mal ein Cycling mit höherem Gewicht zu bewegen und auch in einem Workout eine größere Anzahl an Reps mit 100 Kilo Overhead Squats bewegen können. Sowas. Ne? Nun sind 100 Kilo Overhead Squat nicht die Welt, aber das in einem Workout auch mal zu machen, ohne dass ich fail, das würde ich sagen, ist so ein Ziel und dafür muss ich stärker werden. Das Gute ist, dafür muss ich eigentlich nur trainieren, was ich ja eh tue, und viel futtern. Jackpot. Oh. Zum Wohl. Ich habe mir hier mal 5 Ziele ins Handy geschrieben und ich habe beim Aufschreiben gemerkt, die beziehen sich jetzt alle auf unseren Hipster auf Doom Kanal. Ich habe privat natürlich auch noch Ziele, aber die sind wahrscheinlich ähnlich wie bei jedem von euch. Gesundheit, im Beruf besser werden, im Sport besser werden und so weiter. Deswegen kommen wir hier zum ersten Ziel. Das da wäre, den Output zu halten, den wir jetzt gerade hier auf diesem Kanal haben und machen. Es ist ja so, wir haben donnerstags in der Regel unseren Podcast und sonntags kommt ein Hipster auf Doom Video raus. Das würde ich gerne so beibehalten. Ich fange ja morgen einen neuen Job an, beziehungsweise in einer neuen Agentur, eine neue Stelle. Da muss ich natürlich erstmal gucken, wie ticken die Leute, wie tickt die Agentur, wie ticke ich in dieser Agentur, wie funktioniert das alles zusammen, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch. Am Anfang wahrscheinlich sehr viel Zeit. Ich werde trotzdem versuchen, den Output zu halten und die Videos fertig zu schneiden und so weiter. Natürlich ohne, dass irgendwie so falscher Druck entsteht. So ein bisschen Druck ist ja cool,
aber wir machen das Ganze hier immer noch zum Spaß und die Videos sollen nicht drunter leiden, nur weil wir unbedingt was raushauen wollen. Lirum Larum, Punkt 1 oder Ziel 1, den Output zu halten. Ja, und ein zweites Ziel, da versetze ich mich jetzt mal aufs Fahrrad. Eigentlich hast du ja immer, ich möchte mehr Fahrrad fahren, das möchte ich echt nicht, wie viele Kilometer ich hier schon abgerissen habe, will ich gar nicht wissen. Aber ist mehr Geduld. Wow, ja, wallah, mehr Geduld. Mehr Geduld mit meiner Familie wahrscheinlich manchmal. Mehr Geduld mit Freunden, Bekannten, mir. Ja, also ich bin einfach zu ungeduldig. Auch in Bezug jetzt auf die sportliche Geschichte merke ich, dass montags meine Cleans irgendwie gefühlt nicht stark genug waren. Was mache ich? Abends Cleans oder am nächsten Tag, dienstags, irgendeine Clean Progression, um da wieder so, oder bleib mal locker. Eigentlich öfter mal mit Geduld ans Werk gehen. Ne? Das ist zum Beispiel, was gute Videos gebracht hat mit, ich mache ein Workout, Open Workout, mache es morgens und mache es abends nochmal. Mache ich ja nicht, weil es schlau ist, sondern weil es ungeduldig ist. Anstatt nochmal zu warten, nein, sowas. Also Geduld ist in diesem ganzen CrossFit-Gedöns einfach, oder ungeduldig zu sein, macht einfach keinen Sinn. Steht mir selbst im Weg und ist dämlich. Aber auch ein bisschen geil. Vielleicht bleibe ich so. Yo, yo, yo. Ziel Nummer 2 ist September to Remember Nummer 2. Das Event, das letztes Jahr für Furore gesorgt hat, möchte man meinen. Ja, wir werden auch dieses Jahr September to Remember wieder veranstalten. Wieder im September. Wir sind tatsächlich jetzt schon in die Planung gegangen. Zum Beispiel ist das Event-Poster quasi schon fertig. Das werden wir euch demnächst schon um die Ohren hauen. Das hat letztes Jahr einfach wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß gemacht, das ganze Ding zu planen, das ganze Ding zu veröffentlichen. Am meisten Spaß gemacht hat es eigentlich, dass ihr die ganzen Workouts geballert habt, uns dann im Social verlinkt und dann haben wir da einmal die Woche den Podcast zugemacht und so. Das hat richtig gefetzt, wie die jungen Leute sagen. Und dieses Jahr möchte ich auch gerne mitmachen, denn letztes Jahr habe ich mich ja original 2 Tage vor September to Remember verletzt. Wenn es dieses Jahr stattfindet, dann ist die Verletzung ein Jahr her und dann werde ich wahrscheinlich schon vieles wieder machen können. Zumindest vielleicht in der Scaled-Variante. Wir haben letztes Jahr auch vieles gelernt während des Events. Sachen, die wir dieses Jahr unbedingt besser machen möchten. Sachen, die wir vielleicht ein bisschen anders machen möchten. Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf September to Remember. Das ist auf jeden Fall eines der Ziele für 2021. Und ganz klares Ziel, was eigentlich nur aus dem resultiert, was ich mir wünsche, nämlich ein Knie, das wieder hundertprozentig hält und dass ich mich darauf verlassen kann, Pistols. Pistol Squats, wäre schön, wenn das denn wieder ginge, denn wenn die gehen, die mache ich nur, wenn ich mich wirklich auf mein Knie konzentrieren kann und dass die momentan nicht gehen, nicht, dass ich gerne Pistols mache, so ist es nicht, aber die kann ich momentan nicht machen. Werden die in einem Workout drankommen, würde ich es probieren, aber wahrscheinlich wäre das nicht schlau. Also Pistol Squats und Laufen, ohne am nächsten Tag Schmerzen zu haben. Also ich wünsche mir einfach, und ich habe das Ziel, und ich tue alles dafür, dass das Knie wieder schmerzfrei wird. Ja, zwischendurch war es wieder ganz gut, mittlerweile hat es wieder Theater gemacht. Und das ist schon krass, ne? Man hat Schmerzen und wünscht sich, oh, bitte können die Schmerzen aufhören. Ich würde alles dafür tun, ach, wie war das schön, als mein Knie noch hundertprozentig funktioniert hat. Dann sind die Schmerzen fast weg und man weiß es schon wieder nicht mehr zu schätzen, dass man schmerzfrei ist. Dann kommt der Schmerz wieder und denkt, ah ja, richtig. Mit Schmerz war ja ganz schön kacke. Also Pistol Squats. Ja, so einfach. Früher waren es wilde Ring Muscle Ups. Nein, man, Pistol Squats. Ja, ja. Das wäre gut. Ziel Nummer 3 oder Vorsatz Nummer 3 habe ich mal genannt, inspirieren anstatt zu kopieren. Wenn man sich YouTube so anguckt, ist 70-80% von YouTube ist ja ein ziemlicher Haufen Schmutz. Das sind irgendwie Reaktionsvideos auf Reaktionsvideos von Reaktionsvideos. Das sind Straßenumfragen zu Fragen, die sich zu Recht noch nie jemand gestellt hat. Das sind Interviews mit Leuten, die eigentlich gar keine Plattform verdienen. Das sind Verschwörungstheorien. Das ist einfach irgendwelcher Bullshit. Klar, nicht jedes Video von uns verdient jetzt einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Was ich aber meine ist,
dass man als YouTuber schnell in die Falle tappt, zu gucken, okay, was funktioniert auf YouTube und was kann ich nachmachen. Das haben wir noch nie gemacht, beziehungsweise haben wir ganz selten gemacht und haben wir auch nicht vor. Denn dann zieht man vielleicht viele Klicks, aber man ist auch genauso austauschbar wie jeder andere. Und wir wollen lieber unser eigenes Ding machen, was wir feiern, was wir cool finden, zum Beispiel September to Remember oder irgendwelche Formate uns mal wieder ausdenken, die wir feiern. Man kennt das CrossFit ABC, was schon beim Buchstaben D ist. Genau, also was nicht heißt, dass nicht man kann mal ein Reaktionsvideo machen, werden wir vielleicht auch mal wieder machen. Aber unser Kanal soll auf unseren Ideen basieren und nicht auf den Ideen anderer Leute in unserem Gewand. Inspirieren versus kopieren. Ja, eine Frage, ein Ziel oder Wunsch ist es mehr, der naheliegt, ist nach 2020, was ja für die meisten echt ein harter Ritt war und nicht so schön war, die Kids spielen, ist das nice. Ich wünsche mir, natürlich wünsche ich mir ein bisschen weniger Corona, und, dass wir alle normal arbeiten können und Sport treiben können und muss man, ja, weiß ich auch nicht. Aber ich wünsche mir einfach, dass meine Kinder, also der Kleine geht, aber der Große, der versucht halt mittlerweile schon Dinge zu verstehen und möchte Dinge erklärt haben. Und es passieren echt viele Dinge in Deutschland und in der Welt, die ich ihm erklären sollte, möchte und die ich selbst nicht verstehe. Also warum sind Menschen so, wie sie sind und warum finden Dinge so statt, wie sie stattfinden sollen? Warum, no hate, Frau Merkel, warum sind Maßnahmen so, wie sie sind, aber macht das nicht gar keinen Sinn, Papa? Warum können einige Menschen sich an gewisse Sachen halten und andere wiederum nicht? Warum dies, das? Also mittlerweile kommen Fragen nach Kriegen auf, nach all sowas. Ich wünsche mir einfach, dass in der Welt, in Deutschland und uns rum weniger Dinge geschehen, die eigentlich gar keiner erklären kann, sagen wir es mal so. Ich möchte, dass wenn mein Sohn mir Fragen stellt, warum ist dies und das so, wie es ist, dass es dafür auch eine logische Erklärung gibt. Und nicht, dass ich mir irgendwas an den Haaren herbeiziehen muss, weil ich eigentlich denke, Sohn, dass, weil Menschen dumm sind, weil die Menschen dumm sind. Ja, das wäre schön. Weil mein Sohn merkt, dass ich selbst nicht verstehe, warum das so ist. Ja. Das ist eher ein Wunsch als ein Ziel. Ja, Ziel Nummer 4 oder Vorsatz Nummer 4 oder Wunsch Nummer 4 ist, bisschen größenwahnsinnig, ein eigenes Lagerhaus. Ich möchte hier draußen vor der Hornebox gerne ein eigenes kleines Lagerhaus für unseren Online-Shop bauen. Es ist ja so, mittlerweile nimmt der Online-Shop tatsächlich oben zwei kleinere Räume ein. Vor allem das ganze Verpackungsmaterial und so frisst natürlich Platz. Und ich hätte gerne einfach so ein kleines Hipster-Hauptquartier im Garten, wo die Sachen lagern und so. Das wäre mega nice. Mal gucken, ob sich das dieses Jahr realisieren lässt. Wir geben Gas, ich bin guter Dinge. Und ihr werdet das eh zuerst erfahren. Und das letzte ist ein Wunsch und ein Ziel. Nee, es ist ein Ziel. Weil wünschen muss ich mir nicht, es wird nämlich eintreten. Aber so früh wie möglich nächstes Jahr, auch wenn es mir erlaubt ist, lieber Christian, mein Tätowierer, ich wünsche mir endlich dieses Ananas-Tattoo irgendwo. Ein paar Entwürfe gibt es davon ja schon. Das heißt, im Grunde habe ich schon eine Idee, oder Alex und ich haben schon eine Idee, in welche Richtung es gehen könnte. Normal wird es nicht, war ja klar. Also Leute, seht zu, dass ihr uns abonniert und nicht immer nur schwarz guckt. Nächstes Jahr oder mittlerweile dieses Jahr hätte ich gerne dieses Ananas-Tattoo. Kriegen wir es hin? Da sage ich schon wieder. Wunsch, Vorsatz, Ziel Nummer 5 ist endlich wieder mehr gemeinsam ballern. Also zum einen gemeinsam mit euch allen gerne auf Events, Veranstaltungen, in den Boxen. Aber, ich möchte auch wieder viel mehr mit Schagel zusammen vor der Kamera ballern, ohne Kamera ballern. Wir haben es ja jetzt im letzten Jahr trotz der Pandemie eigentlich ganz gut geschafft, diesen Kanal am Leben zu halten. Wir haben uns sogar recht oft getroffen, dafür, dass es halt gar nicht immer so easy möglich war.
Aber das war für meinen Geschmack trotzdem viel zu wenig. Also ich möchte den guten alten Chagobert gerne öfter sehen. Es macht ja auch Spaß, mit ihm zu trainieren. Das macht mich ja auch nicht schlechter. Ja, das wäre so das fünfte Ziel. Mehr Zeit gemeinsam verbringen und auch wieder mehr spüren, was uns dieser Kanal bringt und wie uns dieser Kanal zusammenschweißt. Ich hoffe, dass es dieses Jahr mehr möglich. In der ersten Jahreshälfte wird das bestimmt immer noch genauso trist, aber vielleicht in der zweiten Jahreshälfte. Man wird sehen. Jo, das waren unsere Ziele, unsere Wünsche, unsere Träume, unsere Vorstellungen, unsere Vorhaben für das Jahr 2021. Ihr könnt ja mal unten in die Kommentare hacken, wie sieht es denn bei euch aus? Was habt ihr euch vorgenommen? Privat oder beruflich oder sportlich? Oder sagt ihr, ey, alles erreicht, ich ruhe mich jetzt einfach auf meinen Lorbeeren aus? Das sagt zwar jeder YouTube-Kanal, aber wir haben für dieses Jahr echt einiges geplant. Ich bin mal gespannt, ob alles davon umzusetzen ist. Vieles ist es bestimmt. Mal gucken, wie es so funktioniert, was uns das Jahr beschert. Vielen Dank, dass ihr uns letztes Jahr so unterstützt habt und lasst genauso weitermachen wie bisher mit einem sehr positiven, konstruktiven Kanal und einer vor allem sehr positiven und konstruktiven Community. Ja, vielen Dank, Leute. Ich verbleibe mit den weisen Worten von Schagel Butt und Alexander Michaelsen, die sich beide mal wieder viel zu viel vorgenommen haben für das Jahr 2021, aber trotzdem optimistisch in die Zukunft gucken. Mit den berühmten Worten liken, teilen, abonnieren, screenshotten, ausdrucken, Herzen aufmalen, an den Kühlschrank hängen, Mama und Papa Bescheid sagen, alle Crossfit-Tipps auf Doom, abonnieren, dies, das, Ananas.